Werkstatt haben und sind jetzt mit der Diensthundestaffel vom Polizeipräsidium München hier. Und neben mir ist der Christoph Lipp. Christoph, herzlich willkommen. Genau, also Staffel ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ist ja nur eine, aber trotzdem besonders, also wir werden gleich sehen, was da geht, gell? Genau, also das ist der Manno mit seinem Diensthund, der Tiger. Der Tiger ist jetzt 6 Jahre alt, ist ein ausgebildeter Schutz- und Sprengstoffsuchhund. Schutzdienst hört sich immer so alles nach Beißen an, ist natürlich auch mit beinhaltet, gehören aber viele andere Sachen noch dazu. Fährtenarbeit, Personen aufstöbern, nicht nur Straftäter, sondern auch vermisste Personen, zum Beispiel aus dem Altenheim, wenn sie abgängig sind. Und das ist natürlich eine wahnsinnig lange Ausbildung, die der Hund da genießen muss und dann natürlich auch der Hundeführer. Knapp 1,5 bis 2 Jahre, bis der Hund tatsächlich einsatzfähig ist. Was uns der Manno da jetzt gerade so ein bisschen zeigt, das ist ein Teil aus der Ausbildung, das ist die sogenannte Unterordnungsarbeit. Was natürlich für einen Polizeihund sehr wichtig ist, ist, dass der immer aufs Kommando hört. Also der darf sich nicht verselbstständigen, der darf nicht irgendwo in der Weltgeschichte rumrennen und deswegen ist das ein sehr wichtiger Part. Christoph, du hast gerade am Rande erwähnt, Altenheim. Wir haben das ja bei uns im Programm von Bayern 1 auch ab und zu in den Verkehrshinweisen, dass eben Menschen gesucht werden aus den Altenheimen. Und es ist tatsächlich dann so, dass solche Hunde da wirklich helfen können. Ja, also unter anderem unsere Hunde, also der normale Polizeidiensthund, wie jetzt der Tiger, als Schutzhund ausgebildet, kann Fährtenarbeit auf unbefestigtem Boden ableisten. Das heißt, alles, was Feld, Wald, Wiese ist. Für die Stadtbereiche, Teerbereiche, U-Bahnen und so weiter haben wir dann unsere Spezialisten, die sind heute leider nicht mit dabei. Das sind die Mantrailer oder Personensuchhunde. Die sind dann nochmal ein bisschen spezieller, die haben auch keine Schutzhundeausbildung im klassischen Sinne. Die müssen tatsächlich niemanden beißen. Das hat mich jetzt gerade schon sehr beeindruckt, wer alle Hunde zu Hause hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Stöckchen werfen machen wir ja dann alle sehr gerne. Aber bis der Hund den Stock wieder bei mir hergegeben hat, das war mehr so ein Ringkampf. Und da war nur ein Kommando jetzt gerade aus und dann hat er quasi den Beutel schon auf der Hälfte von der Strecke fallen lassen. Oh, Respekt. Genau, also jetzt war das Kommando nicht hingehen, weil er hat Angst vor dir, oder? Na, weniger Angst. Also der Hund weiß halt, der Manno möchte das jetzt von ihm, er möchte dem Manno natürlich auch gefallen und wie gesagt, die ganze Ausbildung zieht natürlich auch darauf ab, dass der Hund gehorcht. Also es ist ein Polizeihund, der muss gehorchen, ich kann nicht durch die Innenstadt mit dem Hund irgendwo zu einem Einsatzraum gehen oder zu einer Wohnung und der fällt mir dann die Hälfte der Münchner Stadtbevölkerung an, dann haben wir nichts gewonnen dabei. Also deswegen, der Hund muss gehorchen, wir müssen auch in der Allianz Arena zwischen Fangruppierungen durchgehen, das heißt, wie gesagt, der muss tatsächlich das machen, was der Hundeführer sagt. Ja. Was der Manu jetzt hier zum Beispiel zeigt, das ist eine ganz nette Geschichte, die man sich irgendwann mal für den Echteinsatz einfallen hat lassen. Diese Mitteposition, die er gerade vorführt, hat nichts damit zu tun, dass er einfach zu faul ist, auf den Hund aufzupassen, sondern wir sind im Echteinsatz, gerade jetzt, wenn wir ein Gebäude nach einem Einbrecher absuchen, natürlich sehr stark eingeschränkt. Wir müssen eventuell unsere Schusswaffe bedienen können. Wir haben eine Funkgerät irgendwo, das noch bedient werden muss, plus noch eventuell eine Taschenlampe, weil es natürlich dunkel ist. Jetzt kann ich nicht noch eine Leine in der dritten Hand haben, weil die dritte Hand, die fehlt mir einfach. Deswegen sind wir dazu übergegangen, in diese Mitteposition zu gehen. Ich habe immer meinen Kontakt zum Hund, ich weiß, wo er ist. Ich muss kein Kommando mehr geben, vielleicht macht es der Mann nur auch noch mal ganz kurz die Mitteposition. Und sobald er jetzt stehen bleibt, in die Hocke geht und sich zum Beispiel eine Deckung sucht, der Hund geht automatisch mit. Das geht alles ohne irgendein Kommando und das ist dann sehr praktisch. Auch das ist eine Übung, wieder eine Gehorsamsübung. Der Hund würde am liebsten natürlich dem Spielzeug hinterherlaufen, darf aber nicht, sondern erst, wenn der Manu ihm das freigibt. Das ist schon sehr beeindruckend, wie die Kommunikation fast geräuschlos passiert zum Teil. Das ist ja, also ich bin... Ja, bringt ja nichts. Also wenn ich den Hund anschreie, kann ich natürlich machen, ist aber natürlich jetzt nicht unbedingt die beste Lösung. Es sollte immer so auf Augenhöhe sein. Also es ist schon ein Team, das da draußen arbeitet und nicht irgendwie, du hast hier die Unterordnungsverhältnisse absolut einzuhalten, du hast keine Rechte, sondern nur Pflichten, sondern der darf auch zwischendurch mal ein bisschen spielen und darf das Spielzeug auch gewinnen. Weil man dann auch wieder sieht, so von wegen, kleines Spielzeug ist gut, großes Spielzeug ist natürlich noch besser. Haben wir jetzt noch eine bisschen größere Beißwurst mitgebracht. Die gefällt ihm natürlich noch besser, wie man schon sieht. Die Augen werden schon so groß wie die Beißwurst ungefähr. Und auch hier, erst wird was abgeleistet. Und dann kann man jetzt auch mal sehen, wie sich die Hunde mit solchem Spielzeug tatsächlich auch schön beschäftigen können. Ist natürlich auch eine Vorbereitung für den Schutzdienst, also sprich tatsächlich dann auch das Beißen.
dieses Rumschleudern vom Hund tut ihm nicht weh, das ist alles auf Zug. Bei den Hunden müssen wir immer bloß ein bisschen aufpassen, dass sie nicht irgendwo so reinprallen, also dass das Nacken nicht staucht wird. Auch hier simuliert der Manu jetzt ein bisschen so die Anfänge von dem Schutzdienst. Der Hund muss den Kopf nach außen drehen, muss dann anbeißen und darf dann schön mit ihm rumtollen. Es ist wirklich sehr beeindruckend zu sehen. Eine Freundin von mir hat auch gerade einen Hund und geht mit dem in die Hundeschule. Ich weiß noch nicht, ob die immer wieder ausfällt, weil der Hund macht, was er will und nicht das, was sie will. Und wenn man dann sowas hier sieht, ist es wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja, man muss halt auch einfach das im Hinterkopf behalten, das ist tatsächlich unsere Berufung. Wir machen das Ganze wirklich jeden Tag, also auch in der Freizeit. Der Hund wird jetzt nicht irgendwie auf Zwinger gestellt, wenn wir dann Feierabend machen, sondern der ist ein Familienmitglied. Der ist mit zu Hause im Haus, also auch nicht da irgendwie außerhalb gelagert, sondern der ist mit im Haus. Bei den vielen schläft er auch tatsächlich mal auf der Couch mit ein, wenn man sich was im Fernsehen anschaut. Und da ist eine gewisse Bindung natürlich da zwischen dem Hundeführer und dem Hund und dann natürlich auch noch diese fundierte Ausbildung, die sie bei uns dann genießen. Und wenn du das jeden Tag machst, dann kann ich natürlich auch mit dem Privathund alles erreichen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das nur können. Okay, wie viele Hunde haben wir beim Polizeipräsidium im Einsatz? Also im Einsatz, wir haben insgesamt gerade 52 Polizeidiensthunde, davon sind aber ein großer Teil in Ausbildung. Ungefähr im Einsatz können wir so um die 30 bis 35 schicken. Das ist schon eine beeindruckende Zahl auch, ja, wunderbar. Herzlichen Dank für den Besuch. Christoph Lipp, Manuel. Wow. Dankeschön.